Wer ist der Nächste? Also ich habe das Glück, jemanden verkünden zu dürfen, der weiter ist. Und das wird sein... die Stefanie. Also wir waren sehr positiv überrascht. Wir fanden den Text gut, wir fanden das Lied gut und das Video erst recht. Und wir waren einfach begeistert von dir. Echt eine schöne Stimme. Ganz toll. Liebe Steffi, dann kriegst du auch so einen Zettel. Und die große Frage leitet natürlich auch für dich, und das ist ja auch mit das Spannendste. Wer wird deinen Song singen? Wer wird das also ins Leben versetzen, was du dir ausgedacht hast? Wollen wir uns das angucken? Auf jeden Fall. Dein Songpate ist... Cicero, und ich möchte an dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlich dazu gratulieren, dass du von der Dein Song Jury ausgewählt wurdest. Und ich würde mich freuen, wenn wir aus deinem Titel eine vielleicht etwas jazzigere Version aufnehmen könnten, und hoffe sehr, dass du dazu Lust hast. Ein klasse Mann, ein klasse Song. Das ist nicht so schlecht gelaufen. Dankeschön. Danke, Stefanie. Richtig berühmt wurde Roger, als er vor 2 Jahren für Deutschland mit seinem Lied Frauen regieren die Welt beim Eurovision Song Contest antrat. Frauen regieren die Welt. Seitdem geht es für ihn aufwärts. Rogers Musik ist Swing mit deutschen Texten. Dem kleinen Roger wurde die Musik in die Wiege gelegt. Schon mit 4 saß er mit Papa Eugen am Klavier. Mit 12 ging es zum ersten Mal auf die Bühne, und mit 16 sang er gemeinsam mit seinem berühmten Vater in einer TV-Show. Heute ist Roger 38 Jahre alt. Er hat gerade sein neuestes Album mit dem Titel Beziehungsweise herausgebracht. Und du gehörst jetzt dazu.